Leute, sieht, oh, ich habe so Gänsehaut. Alter, ich habe so Gänsehaut. Er hat dieses Gesicht, schaut ihn direkt an. Oh! Oh! Es wird wieder gruselig, Leute. Ich war mal wieder in den Weiten des Internets unterwegs und habe gruselige Clips rausgesucht, wo Geister live auf der Kamera aufgenommen wurden. Diese Clips schaue ich mir mit euch zusammen an und bin gespannt, wie es wird. Bestimmt gruselig. Grüße gehen raus an die Margangster Otaku Gamer Fan, an Immerso, an Panda LP und den ersten Kommentar hat Superman geschrieben. Alter, wie oft habe ich dich jetzt schon gegrüßt? Er soll uns mal bitte sagen, was sein Geheimnis ist, dass er immer erster Kommentar wird, Leute. Aber Leute, einer von euch muss ihn das nächste Mal überbieten. So, Freunde, es geht ins erste Video. Das heißt, kopfloser Geist, real or fake. Das könnt ihr natürlich jetzt immer in die Kommentare schreiben, ob ihr eher denkt, dass es real ist oder eher fake ist. Auf jeden Fall geht das Video 4 Minuten. Ich gucke mir jetzt natürlich nicht 4 Minuten das Video an, sondern hier unten steht, you will see the ghost at 209. Okay, bei 2 Minuten 09 sehen wir den Geist. Ich würde einfach mal sagen, dass wir, ja, wir starten einfach mal so bei 1 Minute 30 oder so. So, Freunde, auf geht's. Wir gehen ins Video. Das Video wurde natürlich mit einem Toaster aufgenommen. Womit denn sonst? Okay, sie gehen durch ein altes, verlassenes Gebäude mit irgendwelchen Treppen. Schlechte Bildqualität, Leute. Ihr kennt mich oder die Leute, die mich kennen, wissen, in zwei Sachen bin ich besonders gut. Genau, ich bin sehr schreckhaft. Also ich erschrecke mich sehr schnell und grusel mich vor allen möglichen Sachen. Schlucken. Also Leute, nochmal nichts für schwache Nerven. Oh mein Gott, es geht rein. Puh, 209, Leute. 209. Wir sind bei... Okay, in 9 Sekunden sehen wir den Geist. Ich kann das jetzt schon nicht mehr. Die sind in einem alten Klassenraum oder so. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Wo, jetzt müsste er irgendwo kommen. Oh mein Gott. Da war ein Geist, glaube ich. Das Gruselige ist, die haben den ja nicht gesehen, weil sonst hätten sie irgendwie geschrien oder sowas oder irgendwas gesagt. Wahrscheinlich haben die den nicht gesehen und dann haben sie später das Video angeguckt und haben ihn dann erst gesehen. Alter, was ist denn dieses Geschrei danach, Leute? Oh mein Gott. Und da steht auch nochmal The Ghost. Danke. Danke, dass ihr es nochmal hinschreibt. Ich hätte den sonst nicht gesehen. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Und was ist dieses Geschrei? Okay, dieses Geräusch ist immer noch im Hintergrund. Okay, aber ich glaube, da passiert nichts mehr. Okay, die gehen da jetzt nur weiter durchs Gebäude. Das Video ist original in 240p, also beste Qualität. Danke dafür. Keine Ahnung, ich schließe es nicht aus, dass es irgendwie so ein Leben gibt. Aber andererseits kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es fake ist. Eure Meinung, wie immer, in die Kommentare. Fake oder real? Leute, aber was noch viel gruseliger ist als diese Clips, wenn ihr dem Video noch keinen Daumen hoch gegeben habt. Also, jetzt unbedingt den Daumen hoch smashen. Lass uns mal die, ich würde sagen, 15.000 Likes knacken. Auf geht's, 15.000 Likes. Wir springen direkt ins Video und haben hier eine Nachrichtensendung. Okay, sogar aus einer Nachrichtensendung. Mit rechts unten sogar Taubstummsprache. Hä, vor allem das Video ist ohne Sound. Sorry, dass ich darüber lache, aber das Video ist ohne Sound. Man kennt es, ein Video ohne Sound muss natürlich für Taubstumme übersetzt werden. So, auf jeden Fall, ist egal, ich habe das schon grob gesehen. Es ist passiert kurz nach Weihnachten 2014. Wir gucken auf die Frauen rechts. Oh mein Gott. Sicher, dass da nicht nur irgendwie eine Bananenschale lag oder so? Oh mein Gott. Nee, Alter, so kann man, das geht nicht. Du kannst nicht beim Stehen so ausrutschen. Die ist ja wirklich aus der senkrechten, boom, in die waagerechte. Keine Ahnung, was das ist. Fand ich jetzt nicht so gruselig, aber ist schon irgendwie gruselig. Mal wieder der Satz des Jahres. Übrigens, warum hängt dieser Zettel da? Folge mir auf Insta. Aha! Das ist eine Botschaft, dass ihr mir auf Insta folgen sollt. Also, macht eure Instagram-App schnell auf. Folgt mir mats-thiesen oder gebt einfach lmargo ein, ganz normal, wie ich geschrieben werde. Und vielleicht werde ich auch demnächst dort das ein oder andere Gewinnspiel machen. Also, wenn ihr Bock auf Gewinnspiele habt, wenn ihr Bock habt, irgendwas abzusahen, folgt mir jetzt ganz schnell auf Insta. Der Name hängt hier nochmal sicherheitshalber. So, Shadow Ghost Caught on Tape. Geht nur 50 Sekunden. Gucken wir uns komplett an. Mal wieder Kameraqualität vom Feinsten. Also, so mega
So mega schlechte Quali, aber ist egal. Also wir filmen hier irgendwie eine Bar oder irgendwie so ein kleines Restaurant oder sowas. Und sollen jetzt hier einen Geist sehen. Wir werfen einen Blick. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh, habe ich Gänsehaut. Eieiei. Leute, das ist einfach nur ein Insekt, was die Kamera hochklettert. 100 pro, Leute. Was soll das sonst sein? Hier, das ist einfach nur eine Fliege oder so ein Insekt, was auf der Kamera ist und da jetzt hochklettert, Leute. Leute, deswegen geht's direkt ins nächste Video. Das heißt Geistergesicht in Gefängnisfenster. Und das ist von einem YouTuber oder sowas. Die sind auf jeden Fall in ein Gefängnis gegangen, in ein altes, verlassenes Gebäude. Ich weiß es nicht genau. Und dort soll man wohl einen Geist in diesem Fenster sehen. Alright, guckt so einfach mal rein. We're in the phase of the investigation now where Oh, ich trau mich nicht, Leute, ich trau mich nicht. Ey, wenn da gleich ein Gesicht zu sehen ist, Alter, es ist die absolute Horrorvorstellung, so dass denn so irgend so ein Gesicht da zu sehen ist, oder nicht? Das ist doch der absolute Horror. Everybody breaks off in their own little areas with, okay. You know, a handycam. And we're okay. Just sort of checking around to see if we can find any... War da einer? Ich weiß es nicht, Mann, ich weiß es nicht. And hopefully, you know, each one of us finds our own evidence, our own personal stories. Wait, did you see that? Let's go back. Das war schon. Komplett Gänsehaut. Meine Haare stellen sich gerade komplett auf. Oh, bitte. Just sort of. Wo ist er denn? Hey, wo? Just sort of checking. Wo denn? Ah, da ist es wirklich ein Gesicht. Oh mein Gott. Oh, Leute, sieht. Oh, ich habe so Gänsehaut. Alter, ich habe so Gänsehaut. Hier ist das linke Auge, da das rechte und hier ist die Nase. Oh mein Gott. Ich habe auf meine Maus gerotzt. Das hat sich sogar gereimt. Oh mein Gott, ich habe auf meine Maus gerotzt. Ey, das ist doch so gruselig, wenn du in einem Gebäude liegst, so alles cool, fährst nach Hause, so steckst den Stick ein oder die Kamera, guckst dir das Video so ein und siehst dann so, was ist das da für ein Gesicht, was mich anschaut? Und dieses Gesicht schaut ihn direkt an. Ja, dieses Gesicht schaut ihn direkt an. Oh! Ich hoffe beim besten Willen, dass das Fake ist, Leute. Wir springen direkt ins nächste Video und haben hier, dass ein Geist eine Nachtwärter, also der ist alleine in einem Stadion, ist Nachtwärter in einem Stadion und dass er dort verfolgt wurde, so heißt es auf jeden Fall hier im Titel. Genau, auf geht's. Bueno. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Also er läuft mit der Kamera vor sich hin und filmt das Ganze mit. Ja. Son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. Ich guck lieber in die Kamera als dahin. Ich habe schon so Angst jetzt gerade. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora. Was macht er denn? Hört er irgendwas oder was? Después me crea la gente porque esto nunca me pasó. Y nada, lo quería grabar. No sé yo. Das sind Argentinien. Was sind das für Geräusche? Oh Gott, ich hab so Gänsehaut. Tu mir das nicht an! Boah, ich hab so Gänsehaut. Also als allererstes, Alter, es kann fake sein. Ich weiß nicht, ob da jemand hinter der Tür steht. Trotzdem habe ich so Gänsehaut. Da ist niemand, da ist niemand. Boah, ich hab so Gänsehaut. Quiero ir. Geh bitte zu Ende, Video. Sei jetzt bitte zu Ende. Bitte. Oh, danke. Oh, danke.
einem Horrorfilm oder so weißt du ja, dass es ein Film ist und dass es gedreht ist, aber hier, ich weiß nicht, ob es fake ist, Alter, oder ob es wirklich so eine Scheiße gibt. Leute, schreibt's mal in die Kommentare. So, Leute, meine Gänsehaut und mein Gruselfeeling ist am absoluten Maximum, aber es ist egal, wir gucken jetzt nochmal weiter. Hier ist eine Frau in Kanada, die irgendwie ein Workout mitgefilmt hat, wie sie irgendwie trainiert hat, und man soll da wohl irgendwie einen Geist sehen. 34 Sekunden. Oh, ich hasse das. Leute, aber bleibt dran. Niemand schaltet hier ab. Schaut auf den Hintergrund. Oh, das ist ein Hund. Ich hab gerade schon gedacht, der Hund wäre ein Geist, Alter. Ich hab gedacht, was ist das denn da für ein weißes Ding, was da kommt? Ja, ist nur ein Hund. Scheiße, Mann. Wo kommt jetzt der Geist? Oh, Mann, Mats, ey. Ist alles cool. Das war's? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich muss das jetzt nicht nochmal angucken. Vielleicht war es nur ein Pixelfehler von der Kamera. Ich habe keine Ahnung. Das reicht auf jeden Fall für mich, Leute. Wenn ich noch einen Teil davon mal machen soll, gebt dem Video jetzt einen Daumen hoch. Jetzt sofort. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr denkt, dass die Videos fake oder echt sind. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und also somit auch keine Mar-Gangster seid, dann wird es Zeit, dass ihr mich jetzt abonniert und der Mar-Gang beitretet. Abonnieren kannst du mich auch ganz schnell einfach hier. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen allerneuesten Upload. Klickt irgendwo drauf. Guckt auch auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es noch so viele andere coole Videos. Wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann, ciao, ciao, euer Elmago.